Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu eurem Tagesimpuls für Mittwoch, den 1. Juli 2020. Ja, ein neuer Monat startet heute und ich sage immer neuer Monat, neue Chance und wir schauen mal, was es heute für Botschaften gibt. Ich habe wie immer drei Karten gezogen. Die erste, zweite, dritte Karte ist jetzt eure oder vielleicht sind es auch alle drei Botschaften. Das entscheidet ihr, bitte aus dem Bauch heraus. Und nicht mit dem Verstand. Ich starte auf jeden Fall mit der ersten Botschaft. Wir haben die Lenormand-Karten heute. Und wir haben die Blumen gezogen. Ja, für dich wird es heute ein schöner Tag, denn du wirst heute ein Geschenk bekommen. Und das ist nicht immer ein Geschenk, ein physisches Geschenk, was man wirklich so bekommt. Es kann auch ein ganz tolles Lächeln sein. Es können schöne Worte sein. Es kann eine schöne Geste sein, also entweder auf der Arbeit, in Freundschaften, in Partnerschaften. Das weißt du dann am Ende des Tages. Auf jeden Fall wird es heute ein schöner, glücklicher Tag. Vielleicht gibt es auch eine Einladung. Die Blumen, die verbinden auch oftmals eine Einladung zu einer Feier, zu einer Veranstaltung, zu einem Event. Naja, nicht so ein großes Event jetzt gerade oder ein großes Konzert. Aber auf jeden Fall ist heute etwas mit einer schönen, ja, mit einem schönen Gefühl verbunden heute. Also heute wird etwas in dein Leben treten, in dein Leben kommen, durch, wie gesagt, Mimik, Gestik, durch Wörter, durch Einladung, durch ein Geschenk, was dir ganz viel Freude in deinem Herzen auch bereitet, wo du ganz berührt sein wirst. So, und die zweite Botschaft, da haben wir die Fische gezogen. Für dich gibt es heute entweder Geld, vielleicht wartest du auf etwas und du bekommst es heute endlich. Vielleicht bekommst du auch eine Gehaltserhöhung, vielleicht bekommst du etwas zurück, was du geliehen hast. Vielleicht hast du was beantragt, wo du heute eine Zusage bekommst. Das kann verschiedene Sachen sein. Auf jeden Fall geht es hier um was Finanzielles in erster Linie. Vielleicht auch gar nicht in erster Linie. Ich sage jetzt mal einfach die Karte, die bedeutet normalerweise Geld. Allerdings heißt sie halt Fülle und Fülle ist auch emotionale Fülle. Das kann auch sein, dass es gar nicht sich um die finanzielle Fülle handelt bei dir heute, sondern dass es um emotionale Fülle. Vielleicht bekommst du heute ja vielleicht eine Liebesbekundung, vielleicht bekommst du von der Freundschaft her etwas Schönes zu hören, was dich wirklich berührt, was dir tiefe Gefühle auch bringt. Also heute haben wir, die erste Karte war auch schon etwas in die Richtung. Deswegen kann das hier wirklich sein, entweder ist es die finanzielle Fülle, wo du etwas Positives hörst oder bekommst, oder auf der emotionalen, wo du ja Glück empfinden wirst, wo du Freude empfinden wirst, wo du diese Liebe selbst spüren wirst. Auf jeden Fall wird es heute ein sehr tiefgründiger Tag werden. Ob es jetzt in der finanziellen Fülle oder emotionalen Fülle sein wird, das wird sich am Ende des Tages dann herausstellen. So, und die dritte Botschaft, oh, da haben wir den Mond gezogen. Also diese drei Karten, heute kann sich, glaube ich, jeder, die Botschaften sind ja auch nicht so lang heute, glaube ich, kann sich alle dreimal anschauen, wer sich heute die Karte 3 genommen hat. Hier geht's, der Mond steht für Erfolg, für die tiefen emotionalen Gefühle. Der Mond ist auch mal schwankend natürlich, allerdings ist es für mich trotzdem immer eine Erfolgskarte, wenn sie alleine steht, dann sowieso. Das heißt, du wirst heute in irgendeiner Hinsicht Erfolg spüren, Erfolg bekommen, was auch mit Gefühlen halt zu tun hat. Sprich jetzt für mich, wenn ich einen lang ersehnten Job haben möchte, habe ich da viel Emotionen reingebracht oder wenn ich eine Weiterbildung anstrebe. Oder wenn ich für eine Freundschaft gekämpft habe, da habe ich natürlich immer viele Emotionen selber reingesteckt. Deswegen meine ich, hier sind auch die tiefergehenden Emotionen, die tiefergehenden Gefühle, auch mit Auf und Abs dann natürlich auch integriert. Trotzdem führt es dann zum Erfolg. Deswegen ist es halt eine Erfolgskarte. Und das, was sich vielleicht manchmal auch schwer angefühlt hat in diesen Gefühlsdingen, wird heute auf jeden Fall Erfolge verzeichnen und wird auf jeden Fall auch in die richtige Richtung gehen, so wie du es dir auch von ganzem Herzen her wünschst. Ja, meine Lieben, ich wünsche euch heute einen super schönen Mittwoch. Habt einen tollen Tag und ich freue mich, wenn wir uns am Donnerstagmorgen wieder hören. Bis dann. Tschüss.